für Sie kommentieren werden. Bremen gegen Hamburg. Diese Begegnung ist immer wieder spannend. Auch wenn die großen Erfolge beider Mannschaften schon eine ganze Weile zurückliegen. Aber es ist eben das Nordderby. Ganz genau, Wolf. Und wir können davon ausgehen, dass sich beide Teams hier nicht schenken werden. In dieser Begegnung ist es für jeden Spieler einfach eine Frage der Ehre, um jeden Zentimeter zu kämpfen. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Sehr gut reingespielt. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Stieber. Vázquez. Das ist die Chance. Die Chance per Kopf. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Ein toller Transfer. André Schürrle ist jetzt Teil dieses Teams. Und damit haben sie sich einen Weltmeister geangelt. Wir wissen ja noch, die Vorlage damals auf Mario Götze. Der wird weiterhelfen. Muss Einwurf geben. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Vázquez. Stieber. Das wird gefährlich. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Flanke. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Keine Ecke, es gibt Einwurf. Das kann aber trotzdem gefährlich werden. Diekmeyer. Vázquez. Er pfeift sie zurück. Es gibt Abseits. Schürrle. Da lässt er den Gegner alt aussehen. Sehen wir hier auch noch mal in der Wiederholung. Klasse gemacht und dann ein super Abschluss. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Pass kommt nicht an. Jetzt wird es Einwurf geben. Westergaard. Uccia. Das ist jetzt seine Chance. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Der Angriff könnte was werden. Uccia macht ihn. Ja, er macht ihn. Hier sieht man schön, wie er nach diesem tödlichen Pass ganz frei auf den Torhüter zulaufen kann. Ein perfektes Zuspiel, Wolf. Der Rest ist Formsache. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Diekmeyer. Kleber. Rubita. Uccia.
Das macht er gut. Das könnte gefährlich werden. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Torres. Schöne Flanke. Gregoritsch. Noch ist die Chance da. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Schussversuch. Da war er noch dran, aber es reicht nicht. Der Ball ist im Tor. Oh, das ist ein ganz seltener Moment für ihn. Ja, sonst ist der Abwehrspieler natürlich eher für das Tore verhindern zuständig. Aber hier macht er selbst. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Der Ball kommt gut. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Holtby. Torres. Und da kommt er an den Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Sivkovic. Wird das jetzt gefährlich? Geht er rein? Die erste. Sie haben die erste Hälfte dominiert, ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Jetzt schießt er. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Er steht gut und hat den Ball. Und jetzt der Schuss. Da passt der klasse auf. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Westergaard. Und jetzt ein Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ja, Halbzeit hier. Und damit hat auch er seine erste Hälfte hier geschafft. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Vázquez. Sivkovic. Sauberes Tackling von ihm. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen.
Ajrovic. Das könnte die Gelegenheit geben. Schießt er ihn rein. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Und wer das verpasst, ist selbst schuld, würde ich sagen. Ekdal. Holtby. Da gibt er zurecht. Freistoß. Muss Einwurf geben. Die Mitspieler bieten sich an. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Hajrovic. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Kann er den Ball behaupten? Ekdal. Lasogga. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Da sehen wir also den nächsten Gegner des HSV. Es geht für sie gegen Leverkusen. Jetzt, er zieht ab. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und da ist das Tor. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht locker lässt und die zweite Chance verwertet. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Giroud. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt schießt er. Da passt der Torhüter auf. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Torres. Der Steilpass war eine gute Idee, aber hier war er nicht genau genug. So, 4-0, da ist es hier aktuell, klare Sache. Und wir schauen schon mal auf die kommende Partie. Der kommende Gegner der Werderaner, er heißt... Der Angriff könnte was werden. Da zieht er ab, das ist der Treffer. Da hat er das Auge für den Mitspieler und dann ist es für den natürlich auch leicht. Und da gab es natürlich auch nichts zu halten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Stieber.